In diesem Video soll es um den Energiespeicherstoff ATP gehen und ich gehe ganz kurz auf den Aufbau von ATP ein, dann darauf, wie wird ATP überhaupt synthetisiert, obwohl die wichtigste Frage ist, wofür ist ATP überhaupt nützlich in unserem Körper. Und um das ein bisschen nahbarer zu machen, man kann sich ATP wirklich vorstellen wie eine Energiewährung des Körpers. Unsere Währung ist das Geld und wir gehen zum Beispiel arbeiten, um uns dieses zu verdienen und diese Währung nutzen wir dann, um zum Beispiel Nahrung oder Anziehsachen zu kaufen. Und für die Zellen unseres Körpers ist ATP diese Währung. Und die kann aus der Nahrung gebildet werden und als Energiewährung dann dafür genutzt werden, bei verschiedenen Reaktionen im Körper Energie zu übertragen. Der Aufbau von Adenosintriphosphat, der steckt im Namen drin. So besteht ein Molekül ATP aus der Base Adenin, aus drei Phosphatgruppen und die drei Phosphatgruppen und Adenin sind über den Zuckerribosen miteinander verknüpft, das ist ein Fünffachzucker. Insbesondere zwischen den Phosphatgruppen, da ist die meiste Energie gespeichert, das sind sogenannte Säure-Anhydrid-Verbindungen. Und das Molekül kann in ATP vorliegen, also mit drei Phosphatgruppen, das ist die energiereichste Verbindung. ADP, Adenosin, Diphosphat würde nur aus zwei Phosphatresten bestehen und Adenin-Monophosphat nur aus einer Phosphatgruppe, die wäre am energieärmsten. Wir wissen also, dass ATP eine energiereiche Verbindung ist, aber irgendwo muss die Energie ja herkommen, die später in einem ATP-Molekül gespeichert wird. Und die Energie, die kommt aus unserer Nahrung, insbesondere aus den Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden. Und diese großen Moleküle, die müssen erstmal mit Hilfe verschiedener Reaktionen in ihre einzelnen Bestandteile gespalten werden. Und im Fall der Kohlenhydrate ist das der Einfachzucker Glucose. Und Glucose ist das bedeutendste organische Molekül bei der Gewinnung von ATP. Die Energie, die in einem so einem Molekül Glucose steckt, die wird durch einen Prozess, der nennt sich Oxidation, frei und kann dann für die Synthese von ATP genutzt werden. Die Oxidation von Glucose findet über eine Reihe von Stoffwechselwegen statt, wie zum Beispiel die Glykolyse, Zitratzyklus oder Atmungskette. Das soll aber an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Für das ganz grobe Verständnis der Oxidation genügt es zu wissen, dass je stärker oxidiert ein Molekül ist, desto geringer ist seine freie Energie. Und links sieht man Glucose. Glucose ist reduziert und hat eine große freie Energie und im Laufe der Oxidation wird diese Energie freigesetzt und kann für die Synthese von ATP genutzt werden und gleichzeitig entsteht das energiearme, oxidierte CO2. Jetzt müssen wir noch einmal genauer ins Detail gehen und dann haben wir es geschafft. Also Glucose wird oxidiert zu Kohlenstoffdioxid und die wichtigste Eigenschaft dieser Reaktion ist, dass sie exergonisch ist, also Energie wird freigegeben. Die vollständige Reaktion sieht so aus, dass Glucose mit Sauerstoff, also O2, zu Kohlenstoffdioxid und Wasser reagiert. Und diese freie Energie, die wird jetzt durch die Bildung von ATP aus ADP und einem anorganischen Phosphatmolekül gespeichert. Und während die Oxidation von Glucose Energie freisetzt und damit exergonisch verläuft, wird bei dieser Reaktion Energie benötigt. Und damit ist diese Reaktion endergonisch. Und weil eine Phosphatgruppe auf ein Molekül übertragen wird, nennt man diesen Vorgang auch Phosphorylierung. Im nächsten Schritt kann durch die Hydrolyse von ATP diese gespeicherte Energie wieder abgegeben werden. Also mit Hilfe von Wasser wird die Verknüpfung zwischen der zweiten und dritten Phosphatgruppe gespalten. Das nennt man immer Hydrolyse, wenn so eine chemische Verbindung gespalten wird mittels Wasser, sodass ADP, ein Phosphatmolekül und eben freie Energie entsteht. Diese Reaktion ist wieder exergonisch, weil sie liefert ja Energie. Wir brauchen Energie. Wir brauchen Energie, um Stoffe in unserem Körper aufzubauen. Das nennt man auch Anabolismus, also aufbauenden Stoffwechsel. Wir brauchen Energie für Zellbewegung in unserem Körper, also ganz konkret Zellbewegung im Muskel. Wenn wir Sport machen, erfordert das eine Menge Energie. Und diese Energie, die frei wird bei der Hydrolyse von ATP, die kann genau diese lebensnotwendigen Prozesse antreiben, die Energie benötigen. Und ihr seht, exergonische Prozesse sind im Stoffwechsel meist immer direkt an endergonischen Prozessen gekoppelt. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht zu Recht, warum
Kann denn die Energie, die bei der Oxidation von Glucose entsteht, nicht sofort dafür verwendet werden, energonische Reaktionen anzutreiben? Und es ist richtig und theoretisch würde das auch gehen, aber für alle Stoffwechselprozesse, die viel Energie benötigen, zum Beispiel Muskelkontraktionen, da wäre diese Energie ziemlich schnell verbraucht und da wird die Funktion von ATP ebenso ersichtlich als Energiespeicherwährung. Nur bei Bedarf kann die in ATP gespeicherte Energie wieder frei werden und dann für diese Prozesse, die eben viel Energie erfordern, genutzt werden. Das ist aber nur ein Grund und arbeitet der Muskel viel, ist der Vorrat an ATP auch ziemlich schnell verbraucht. Aber man muss sich ATP auch einfach wie ein Taxi vorstellen. ATP kann an einem vollkommen anderen Ort dann in der Zelle hydrolysiert werden und dort dann wieder energonische Reaktionen antreiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ATP der universelle Energieträger aller lebenden Organismen ist. Und die Bildung des ATPs, sie wird vor allen Dingen über die Nahrung generiert und die Oxidation von Glucose spielt eine wichtige Rolle, weil sie ist die am häufigsten genutzte Energiequelle. Die Funktion von ATP ist ganz eng an den chemischen Aufbau gekoppelt. Erst diese energiereiche Säure-Anhydrid-Verbindung zwischen den Phosphatmolekülen ermöglicht überhaupt, dass ATP so energiereich ist. Mit am wichtigsten ist, die Funktion ist nicht allein der Antrieb endogener Prozesse, sondern vielmehr deren Regulation. Stichworte waren da in dem Video Energietaxi oder auch Energiewährung.